So, wir schauen uns mal folgende Behauptung an, nämlich es existiert eine Primzahl p und eine natürliche Zahl n der Art, das gilt, p teilt n und p teilt n plus 1. Also, es gibt eine Primzahl und eine natürliche Zahl, so das gilt p teilt n und den Nachfolger von n. Das ist eine Behauptung, ne? Da kann man sich überlegen, gilt die oder gilt die nicht. So, wenn man jetzt sucht, wird man vermutlich erstmal keine finden, weil die Aussage gilt nicht. Ja, es gibt keine natürliche Zahl so, dass irgendeine Primzahl die natürliche Zahl und deren Nachfolger teilt. Wie kann man das beweisen? Also beweisen, dass es nicht gilt, wir widerlegen das mal, ne? Also wir widerlegen diese Aussage. Annahme. Also, ja, Annahme, es gibt diese Zahl, ne? P teilt n und p teilt n plus 1. So. Was wäre denn, wenn das gelten würde? So. Wir haben in einem anderen Kontext mal folgende Aussage gezeigt. Wenn eine Zahl a teilt und eine Zahl b teilt, dann teilt diese Zahl auch a plus b. Ja? Und wir haben gezeigt, wenn eine Zahl a teilt und eine Zahl b teilt, dann teilt sie auch die Differenz der beiden Zahlen. Das haben wir mal gezeigt. Das sind Dinge, die sollte man eigentlich immer im Hinterkopf haben. Wenn man so etwas, so eine Aussage hier sieht, kann man das immer ganz gut verwenden. Ne? Denn man kann jetzt immer von den beiden Zahlen hier hinten dran, bei so einer Aussage hier, die kann man jetzt addieren oder subtrahieren. Ne? Also wenn Pn teilt und Pn plus 1 teilt, dann kann man mal überlegen, ob man n und n plus 1 so miteinander verwursten kann, dass das zu einem Widerspruch führt, dass das nicht sein kann. So, und das machen wir, ne? Wenn Pn teilt und Pn plus 1, dann teilt das auch die Differenz der beiden Zahlen. Ne? Also P teilt n plus 1 und P teilt n, ich drehe es mal rum, also P teilt n plus 1 und P teilt n, dann teilt P auch die Differenz von beiden. P teilt n plus 1 minus n. Das ist äquivalent zu p teilt 1. Ja, und da haben wir schon den Widerspruch, ne? Es gibt keine Primzahl, die die Zahl 1 teilt.